Karussell fährt immer im Rund herum und die Welt scheint sich im Tanz zu drehen. Davon wird mir im Kopf mit 100 Punkten dumm, doch ich find es trotzdem wunderschön. Komm, steig doch ein und fahr mit mir. Ich fahre einmal, zweimal, dreimal und das Glück mit dir. Das Karussell fährt immer im Rund herum für das so verehrte Publikum. Sie kommen aber spät. Das Orchester spielt schon eine halbe Stunde. Ja, das interessiert mich nicht. Na, Sie spielen noch Geige. Wieso? Hören Sie was? Sie haben noch einen Geigenkasten bei sich. Ja, und mit dem Geigenkasten komme ich auf jeden Ball ohne Eintrittskarte rein. Nein, das ist zu viel. 110 Posaunen im Breitschenschritt gehen 110 Trompeten voran. Aber hinterher kommen rein voller Hörner und Schamein und das große Platzkonzert fängt an. 110 Posaunen im Sonnenschein feuern 110 Trompeten so an. Tausend herrliche Flöten gellen in den Klang der Schellen. Keine Ahnung, wie sowas klingen kann. Cameriere! Cameriere! Sie da, ja, kommen Sie mal bitte her. Prego. Bitte Signore, sehr. Io voglio mangiare. Capito? Nix verstehen. Ich türkisch. Was? Das ist ja das... Aber ganz schön, hören Sie mal. Also im letzten Jahr waren doch hier nur italienische Oper. Jetzt habe ich das ganze Jahr über Italienisch gelernt. Che blamaggio! Tutti da forno in bagno! Bagno, bagno, bagno! Sì, sì, hallo, hallo. Ja. Sì, Signor Bagno, wo haben Sie denn Italienisch gelernt? Auf der Schallplatte. Ach so? Oder waren so viele Wiederholungen drauf? Nein, die Platte hatte da einen Sprung. Sagen Sie mal, was wollen Sie denn gerne essen? Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Ganz schlicht und ergreifend... Ein Wiener Schnitzel mit Pommes frites und Salat. Aha. Ja. Vienna, Kebab, Pommes frites und Salat. Das ist gut. Das ist gut. Sie können Türkisch. Oh, nicht nur Türkisch, auch Jugoslawisch, Griechisch, Italienisch, Spanisch. Alles perfekt. Donnerwetter, noch mal Kunststück. Sie sind Dolmetscher. Nein. Bahnhofsvorsteher vom Frankfurter Hauptbahnhof. Sie dem Mann mit dem Horn noch ein Korn und noch ein Korn. Geben Sie dem Herrn am Kompott ein Kompott, ein Kompott. Nur bitte dem Mann am Spinett, dem bringen Sie nichts, dem bringen Sie ins Bett. Oh, 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 oh. Und bitte dem Mann am Klavier, den lassen Sie hier, den geben Sie mir. Doch Papa, ein Glas von dem kühlen Bier. Geschickt wie ich bin, fiel ich gleich damit hin. Da sagte Mama zu mir: macht ja nichts, macht ja nichts aus. Morgen schon sieht die Welt fröhlicher aus. Macht dir nichts, macht dir nichts, macht dir nichts draus. Glück und Glas, vielleicht bricht das. Macht ja nichts, macht ja nichts, macht ja nichts aus. Morgen schon sieht die Welt fröhlicher aus. Macht dir nichts, macht dir nichts, macht dir nichts draus. Glück und Glas, vielleicht bricht das. Ja? Du schlag doch mal nach. A wie Alkohol. Das schlägt man nicht im Lexikon nach, sondern in der Getränkekarte. Ach, komm, lass das doch. Ich will ja nur wissen, ob reichlicher Alkoholkonsum schädliche Folgen hat. Na sicher, Alkoholkonsum hat immer ganz schauderhafte Folgen. Welche? Es kommt Ober mit der Rechnung. Gleich als ich dich sah, war mir klar, du bist einer von der ganz feinen Sorte, ein Herr Verschwender. Spendable Cavalier.
Wahnsinn, was ich halte von dir. Ich finde dich toll, das ist wahr. Und so bin ich nicht zu jedem wie zu dir. Hey, Big Spender, komm, verschwende Zeit mit mir. Hast du gerne einen Drink oder lieber einen Kuss? Oder möchtest du viel mehr? Hast du gerne einen Drink, Drink, Drink? Oder lieber einen Kuss, Drink, Kuss, Drink, Kuss, Drink? Oder möchtest du Kuss, Drink, viel mehr? Kuss, Drink, viel mehr? Kuss, Drink, viel mehr? Hallo? Ja. Ziehen Sie doch mal eine Karte. Warum? Warum? Für einen Trick. Ich bin Zauberkünstler. Ah, so für einen Trick, ja, bitte. Also, dann. Ja. So, jetzt schauen Sie sich die Karte gut an. Haben Sie? Merken Sie sich? Ja. Dann geben Sie die Karte zurück in das Paket. Ja. Und mischen bitte gut durch. Ja. So, jetzt geben Sie mir das Paket und sagen mir, an welcher Stelle Ihre Karte nun erscheinen soll. An der 18. Von oben oder von unten? Von oben. Von oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, welche Karte haben Sie sich gemerkt? Herz, Ass. Stimmt. Toll. Moment mal, Sie haben mir die Karte ja noch gar nicht gezeigt. Ja, das ist doch der Trick. Hokus, Pokus, Fidibus und dreimal schwarze Karte. Das macht mir so viel Verdruss und so viel Theater. Jeder Trick gelingt sofort, doch eins gelingt mir nie. Das, was ich gern zaubern will, ist Sweet, Sweet, Sweet Marie. Sweet Marie! Vor dem Buckingham Palast steht der Mann, der zu mir passt. Steht der Mann, der mir gefällt. Auf Posten. Vor dem Buckingham Palast steht der Mann, der zu mir passt. Doch der Mann schaut mich nicht an. Das tut er nur für seine Queen. Denn im Dienst gehört er ihr. Um sieben wird er abgelöst und dann stürmisch sind, ich habe meinen Vortrag zu halten. Moment. Nicht ohne meine Kontrolle. Ich brauche keinen Partner. Ich bringe mein Solo immer allein. Ich muss ja wissen, was Sie bringen wollen. Also zeigen Sie mal her. Also was haben wir hier? Liebe Herrinnen, liebe Herren. Bonn? Wer will denn heute etwas von Bonn wissen? Hello! Nacke deine Illustrierten. Ist doch uninteressant. Mini, mini, Maxi, längst überholt. Hello! Die Pille? Ist doch ein alter Hut. Hallo! Inflation? Hallo! Sind Sie wahnsinnig? Das geht alles nicht. Hallo! Das geht alles nicht? Was soll ich da jetzt bringen? Bringen Sie die Bitte raus, aber sofort bitte. Bitte, bitte! Ja, Jung, drücke bitte! Naschen und naschen, ja, das bringt Stimmung her. Das sind die Maschen, die lieben wir so sehr. Und ist ein schönes Kind dabei, sind wir von
euch, dreht euch im Kreise. Sagen Sie mal, junger Mann, was haben denn Sie hier für eine Funktion? Ich bin der Regieassistent. Aha. Und das ulkige Buch da? Das ist das Drehbuch. Oh. Mathilda, 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 she take me money and run Venezuela. Everybody, Mathilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500, friends, I lost. Yeah. What make me sell me cat and horse? Yeah. Don't you know? Mathilda, she take me money and run Venezuela. Oh, oh, oh. Mathilda, Mathilda. Ich halte mich für ein Bienchen. Sie ohne Bienchen? Wenn ich Sie so betrachte, denke ich mir Hummel, Hummel, ja. Maß, Maß, Summ, Summ, Herr Doktor, ich glaube, Sie nehmen mich nicht für voll. Für ziemlich voll sogar. Wo kommen Sie dann überhaupt her? Dort vom Bieneneingang. Vom Bieneneingang. Dank meiner langjährigen Bienentätigkeit bin ich da ganz unbemerkt reingeflattert. Summ, 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 Summ. Warum saß denn dauernd Summ, 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 ne? Ich hab doch so Summe im Ohr, ja? Hohe Summen. Das haben meine Patienten sonst immer erst nach Erhalt der Rechnung. Aber ich will Ihnen helfen. Sagen Sie mal, wie äußert sich denn Ihr Leid? Ach, Herr Doktor, ich bin ja so flatterhaft. Ja, also, ja. Bald nasche ich am Neckar und bald nasche ich am Wein. Zum, ja, zum Wohl. Ja. Yeah. Herr Ober, wo bleibt denn die Zitrone? Oh, entschuldigen Sie, die habe ich... Vergessen, natürlich. Vorhin haben Sie das Salz vergessen. Sehr wohl. Herr Doktor, ja, Sie sollten ihm mal Gehirnnahrung verschreiben. Ja, man vergisst ja alles. Aber lieber Herr Martin, nehmen Sie es doch nicht so tragisch. Lachen Sie doch. Lachen? Ja. Bei den schlechten Zeiten? Lieber Doktor, die Zeiten sind ja so schlecht. Wenn ich an früher denke... Lieber Herr Martin, Sie trinken Champagner, essen Austern? Was war denn da früher besser? Ja, früher konnte ich zu solch einem Essen noch meine Frau mitnehmen. Auf dem Rummelplatz ist was los, mein Schatz. Mal schaukeln, der Kleine. Das Kalb mit fünf Beine, das Riesenkind. Jeder Wurf gewinnt. Doch das schönste Vergnügen, wo ist das zu kriegen? Komm auf die Schaukel, Luise. Es ist ein großes Pläsier. Du fühlst dich im Paradiese. Zahlst nur einen Groschen dafür. Hey, komm auf die Schaukel, Luise. Ich schaukel dich her und hin und zeig dir nachher auf der Wiese. Luise, wie gut ich dir bin. Herr Doktor, ich habe ja Nerven wie Stricke. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Nein, diese Umstellung, da wird man ja ganz zerferzelt. Was nehmen Sie denn da? Ach, nur zur Beruhigung. Ein ganz kleines Acetumphenylethylsalicylperazolon-Dimethylaminobenzobarbituricum 0,3, Herr Doktor. Diese Umstellung, das ganze Jahr hindurch haben wir Sprechstunde und was haben wir heute? Tanzstunde. Stell dich doch vor, da hat mich doch vorhin so ein zotteliger Jüngling zum Beat aufgefordert. Und, haben Sie getanzt? Leider nein. Ich fragte ihn dummerweise, sind Sie Kassen- oder Privatpatient? Die Umstellung nicht. Na, jetzt beruhigen Sie sich erst, Schwester Gisela, und besorgen uns schnell mal ein bisschen Alkohol. 70-prozentigen? Nicht zum Desinfizieren, zum Trinken. Alkohol zum Trinken? Ach ja, das geht ja auch. Wird sofort besorgt. Wird sofort besorgt, Herr Doktor. Добрый вечер, дорогие друзья и товарищи зрители. Сейчас вы услышите старинную русскую песню.
Tovarich Sascha. Digi mi. Пожалуйста. Это водка. Нет, водка. Это рацепутский. Yes. Это балалайка. А, русский балалайка. Штопский. Штопский, штопский. Я прогрошу мой балалайка. Вот калан керт. Normalerweise kommt ein Applaus, weißt du das? Verbarg. Doch heute dagegen, da verträgt der Alois nicht mehr den kleinsten Puff. Das kommt vom vielen Suff. Und schleicht er nachts nach Haus, schimpfisch ihn kräftig aus. Alois! Alois! Schön im Zorn, ein Rührchen bei ihm, nur Gerstensaft, oh, und Doppelkorn. Es liegt die Zeit des Glücks so weit. Ich warf die vielen vollen Flaschen weg und flöße dafür Milch ihm ein. Ja, Milch ihm ein. Was war seine Antwort? Pfui, jetzt weiß ich, warum Babys alle weiß so schreien. Das war gemein. Ich sitz so oft allein zu Haus und weil mich aus. Alois! Alois! Hello, Dolly. Oh, hello. Dolly, wunderbar wär erst der Tag, wenn ich sie seh. Du bist so sweet, Dolly, bist so lieb, Dolly. Du bist rasse, du bist klasse, du bist meine Fee, du bist mein Tick. Dolly, bist Musik, Dolly, wo ich geh und steh, da denk ich nur an dich. Oh, du allein kann der Himmel auf Erden sein. Oh, mein Dolly, Darling, du allein. Dolly, Darling, du allein. Dolly, Darling, Dolly, du allein. Yeah. Wenn ich einmal reich wär, dann gebe ich Feste. Ich hätte von morgens bis abends nur Gäste. Zu mir, da käme alles mit Rang und Name. Professor Banan mit seiner Herzdame. Elisabeth Taylor mit Richard dem Schönen. Ich hätte genug Whisky, um den zu verwöhnen. Bei meinen Partys, da ging's so hoch her, dass dem Sachseite Gäse Schulspeisung wär. Bei mir gibt's die feinste Delikatesse. Zur Vorspeise, die mir Froschschenkel esse. Dann käme Schwalbenester.
und Schnecke. Jed Schildkröt mit sich vor mir verstecke. Selbst gebackene Heuschrecke wäre mir recht. Dazu noch ein Hausarzt, denn mir wird leicht schlecht. Zum Abschluss dir die NASA-Rakete abknalle und mit jeder allbegeistert in mein Swimmingpool palle. Das wäre eine Stimmung, das wäre ein Gekreisch. Ich werd's ja nie erleben, denn ich bin ja nicht reich. Wenn ich einmal reich wäre, dann den ich halte und walte, ich tät mir 30 Reitpferde halte. Des Moins, den ich durch die Felder reite und Neckermann müsst mich als Trainer bekleiden. Wer einmal ein Gaul etwas unerträglich, da machte der so und schon wäre es möglich. Ich hätte ein Flugzeug, ein Düseklipper, eine Hochseiljacht und ein eichene Flippe. Für mein Goldfisch wäre auf alle Fälle zur Beratung Professor Chimek zur Stelle. Der mischt heile Gänse, wann der nicht mehr schwimmt. Und bei meiner Spende, da käme der bestimmt. Mein Hund hätte zum Kämmen eichene Friseur und würde gebadet im Eierlikör. Der hätte für sein Fresser einen eigenen Chefkoch für sein Habi-Habi. Ja, und wäre ein Brachkeld dank dem Geld von seinem Papi. Doch vorläufig isst er noch Freibankfleisch, denn das ist sehr billig und wir sind nicht reich. Wenn ich einmal reich wäre, ich bin's aber nicht, das sage ich ganz ehrlich hier jetzt aus der Bitt. Ich werde es auch nicht werden, nicht heute oder morgen, da dafür tut schon der Staat und das Finanzamt sorgen. Wenn ich jetzt nach Haus gehe, ist alles vorbei. Retour kommt das Smoking in das Smokingverleih. Die Uhr kommt ins Pfandhaus, da hat es schön warm. Doch wenn ihr jetzt klatscht, dann bin ich nicht arm. Dann macht. Dann macht ihr mich all zum reichen Mann. Drum legt mal zusammen und fangt mal schön an. Jetzt!